Wo sind wir? Hallo Spencer, da sind wir schon. Grüß euch, servus, habe die Ehre. Ich bin gerade mitten in der Arbeit, jösses nein, ich sag's euch, ich bin spät dran, um einen ganzen Tag. Gestern hätte ich das Wienerlied der Woche der 16er Buben hochladen müssen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Weil, nämlich, ich habe erstens einmal einiges anderes zu tun gehabt, dann habe ich ein paar Besorgungen gemacht und dann haben wir gespielt in Wieselburg bei einem Konzert mit den 16er Buben und da habe ich natürlich schon, weiß ich nicht wann, fahren müssen und bin erst Mitternacht zurückgekommen und dann wollte ich einfach nicht mehr. Also muss ich es jetzt machen. Und jetzt habe ich gerade gesehen, heute im Programm würde stehen, ein Klassiker des Wienerliedes. Einer hat immer das Bummerl, Horst Mähler, großartige Geschichte. Jetzt muss ich aber eh anzahlen, weil ich muss heute noch zum Gitarrenbauer meines Vertrauens. Schaut sich das an. Ich habe da, pass auf. Also mal die Sicht. Sieht man das da? Nein, sieht man glaube ich nicht gescheit. Da ist ein Riss. Ein Riss in der Gitarre hier. Ein Riss in der Gitarre. Ich glaube, es ist jetzt nichts Tragisches. Aber das gehört angeschaut. Und mein Gitarrenbauer, also der Gitarrenbauer meines Vertrauens, der diese Kontergitarre gebaut hat, der ist ja nicht in Wien, der ist in Lenkeries daheim. Der Hubert Neumüller, der ist in Bayern. Und das ist ein breiter Weg dorthin. Ja, aber zum Glück haben wir ja da auch Gitarrenbauer, so ist es nicht. Und deswegen muss ich jetzt dann noch unbedingt, Gott sei Dank, nicht den Bezirk verlassen, sondern einfach nur zur alten Donau, weil da gibt es nämlich den Reinhard, im Blumberger Reinhard. Und der wird mir das hoffentlich machen können, werden wir schauen. Aber vorher, ich muss dieses Video, dieses Wienerlied der Woche endlich weiterbringen. Und das machen wir jetzt da. Normal trinke ich einen Kaffee dazu, habe aber keinen mehr jetzt da. Ich verwende an sich normalerweise iMovie. Das reicht einstweilen absolut aus. Wenn man Apple hat, ist es ein Gratisprogramm. Natürlich überlege ich schon dann vielleicht im Laufe des Jahres mir dann so ein, wie heißt das, Final Cut, heißt dieses Programm dann zuzulegen. Na, no, ist nicht billig, aber was soll man machen? Das ist der Grund, warum ich für meinen YouTube-Kanal so wenig zusammenbringe, weil ich wahnsinnig viel für die 16er Buben mache. Ist ja auch für mich eigentlich, nicht? Aber ja, ihr wisst, was ich meine. So, neues Projekt heute. Natürlich ein Wienerlied. Der Patrick und ich haben das schon aufgenommen im Vorfeld. Einer hat immer das Bummerl. Jawohl! So schaut's aus. Ich mache das eigentlich jetzt immer relativ einfach. Also ich bin kein Filmemacher, muss man dazu sagen, das weiß man eh. Ich bin kein Vollprofi, was das betrifft. Ja. Aber ich mache es wahnsinnig gern. Also ist schon. Also unglaublich, dass ich das gestern immer mehr hingebracht habe. Ich habe mir es gedacht. Ich habe schon vorgehabt, dass ich hinkomme. Ich brauche in der Regel so circa, wenn das Material schon da ist und keine großartigen Einstellungen gemacht werden, eine Stunde fürs Video. Nicht? Dann natürlich muss es ja noch teilt werden in den sozialen Medien und so weiter. Das dauert dann schon nochmal ordentlich, aber ja, bis man da das Cover, das Thumbnail nennt sich das, bis man das hat, das dauert ein bisschen und den Text reinschreiben. Also das ist immer so, ja, es zahlt sich ein wenig, aber gut. Ich suche am Anfang immer ein bisschen, quasi wenn ich aufgenommen, also auf dem Aufnahmeknopf gedruckt habe, naja, dann dauert es ja, bis wir wirklich ein Lied spielen. Und da geben sie manchmal eigentlich ganz lustige Szenen und irgendwas, wenn das eine recht nette Geschichte ist, ziehe ich die raus und nehme es quasi als kleines Intro für das Video. Und jetzt schaue ich mir das an und suche, ob ich sowas finde. So, Sodale, das Video ist geschnitten und das Ganze und es ist hochgeladen auf YouTube und jetzt tue ich es natürlich teilen auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, weiß ich noch nicht, aber wie das mal, aber irgendwie, ja, und das wird also überall geteilt, Facebook, ja, gleich auf mehreren Seiten und jetzt hoffe ich natürlich, dass das viel anklicken, sich viele anschauen und natürlich weiterhin teilen, weil damit macht es alle
eine großartige Unterstützung fürs Wiener Lied und natürlich für uns 16er Buben. Das gefreut mich. Ja, jetzt aber, bevor ich, jetzt werde das eine oder andere werde jetzt teilen, aber ansonsten werde ich mich jetzt dann zusammenpacken, weil ich muss zum Gitarrenbauer. Es nutzt nichts.